Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner College of Wizardry Nibelungenreihe. Es geht weiter mit den Häusern und zwar dieses Mal mit meinem Favoritenhaus, mit dem, das mich am meisten interessiert und das mir auch am meisten gefallen hat, nämlich Haus Grimm, wie ihr es dem Titel eigentlich schon entnehmen könnt. Bitte verzeiht mein messy Look heute. Ich war gerade duschen. Und bevor meine Haare nicht komplett trocken sind, kämme ich die nicht. Deswegen, nee. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Mich persönlich stört es ehrlich gesagt nicht. Passt schon. Die Gründer sind Jakob und Wilhelm Grimm, also die Gebrüder Grimm. Wer hätte es gedacht? Das Symbol ist der Wolf, das Symbol der Nacht. Die Farben sind Türkis und Eisgrau. Und die Attribute sind Diplomatie und Kreativität. Mit diesen beiden Attributen konnte ich am Anfang nicht wirklich viel anfangen. Aber das erklärt sich in dem Text. Das Wappen ist folgendes. Tada! Der Wolf natürlich. Wie hätte es anders sein sollen? Das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Und ich muss sagen, diese Wappen sehen einfach alle unglaublich cool aus. Ich bin mega begeistert davon. Und ja. Die Gründer des Hauses machen das Haus im Prinzip zu was Besonderem. Denn die Gebrüder sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe dieses Video schon gefühlte 5 oder 6 Mal aufgenommen und jedes Mal bin ich daran gescheitert, diesen Punkt zu erklären. Die beiden Brüder sind von Gewöhnlichen geboren worden und tatsächlich ist einer der Brüder komplett ein Gewöhnlicher geblieben. Das will heißen, er hat keinerlei magische Fähigkeiten entwickelt und demnach besteht das Gespann der Gebrüder aus einem Magischen und einem Gewöhnlichen. Was ich unglaublich interessant finde. Ja, Jakob entdeckte relativ früh seine magischen Fähigkeiten, wobei sie bei Wilhelm, seinem Bruder, dann jedoch ausblieben. Ja. Jedoch besteht zwischen den beiden Brüdern trotzdem ein sehr starkes Band und durch diese Tatsache geschuldet, dass die beiden nun mal ein Gewöhnlicher und ein Magischer sind, ist es nicht verwunderlich, dass das Haus sehr darauf bedacht ist, die magische Welt mit der Welt der Gewöhnlichen zu verbinden. Sie sind ein sehr diplomatisches Haus, wie ja die Attribute auch schon zeigen, und versuchen tatsächlich, die Welten in irgendeiner Form so ein wenig zu vereinen, was natürlich in der Welt der Magischen nicht immer positiv aufgefasst wird, sondern eher mit der Ablehnung, teilweise Verachtung sogar, wodurch das Haus auch so ein bisschen einen rebellischeren Charakter hat, so einen Freidenker-Charakter, die Querdenker sind einfach in diesem Haus drin und die Kreativität, die hier in dem Haus so angeprangert wird, bezieht sich eher darauf, kreative Wege aus speziellen Problemen zu finden oder Regeln zu umgehen. Das unterstreicht natürlich das Rebellische nochmal so ein bisschen und das ist genau der Punkt, weshalb dieses Haus für mich so furchtbar interessant ist, weil es einfach diesen Charakter des Rebellischen, des freidenkenden Revolutionären hat. Das macht es unfassbar interessant. Und als ich das gelesen habe, war klar, das ist mein Haus. Definitiv. Es ist vollkommen egal, was da noch kommt. Das kann einfach nichts Besseres geben als dieses Haus für mich. Dementsprechend ist das meine allererste Priorität gewesen. Und ja, nur mal so nebenbei erwähnt. Auch die Studierenden des Hauses streben natürlich dann danach, untereinander eine gewisse Gleichheit zu schaffen zwischen den Magischen und den Gewöhnlichen, was natürlich dann auch nicht immer, wie auch natürlich bei dem Vorhaben der Brüder selbst, auf ja, Zustimmung stößt. Und gerade weil es so schwierig ist, ihre Ansichten nach außen zu vertreten, schlagen sie auch ganz gerne mal Wege ein, die nicht mehr so ganz im moralisch korrekten Bereich liegen. Aber ja, das kann ich verzeihen. Die Studierenden des Hauses sind natürlich dementsprechend auch für ihre Diplomatie bekannt und für ihre Toleranz und Weltoffenheit gegenüber anderen. Das machte sich auch bemerkbar, als es zu einer großen Diskussion kam bezüglich der Lander Rebellion und der Tatsache, dass das Haus sein Wappen ändern sollte. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte tatsächlich. Dadurch, dass ich das Video jetzt schon so oft gemacht habe, brauche ich kaum noch ablesen. Das finde ich sehr gut. Es gab in der noch jungen Geschichte des Nimbus eine Begebenheit,
die für Aufruhr sorgte, nämlich die besagte Landa-Rebellion. Was das ist, kann ich euch vielleicht versuchen, kurz zusammenzufassen. Die Landa-Rebellion war eine Art Werwolfsrevolution, die darauf fußte, dass die Werwölfe es leid waren, immer wieder in den Untergrund gedrängt zu werden, immer im Verborgenen leben zu müssen, von keinem wirklich irgendeine Anerkennung zu bekommen oder einfach wirklich sich zurückziehen zu müssen, in Kanalisationen leben zu müssen. Ihr kennt ja dieses, auch vielleicht ein bisschen von Harry Potter, dieses Klischee der Werwölfe, dass die halt in der Gesellschaft nicht wirklich angesehen sind. Und das waren sie halt einfach leid. Und Landa, nachdem diese ganze Revolution und Rebellion dann am Ende auch benannt wurde, war derjenige, der dann Werwölfe in Scharen um sich wirklich geschart hat und dann auf die Institute, beziehungsweise auf das Institut Chora oder auch auf beide losgegangen ist, also Chora und Nimbus, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also falls das nicht ganz hundertprozentig korrekt sein sollte, ich habe es mir nur kurz erstmal durchgelesen, um ein bisschen eine Hintergrundinfo zur Landa-Rebellion zu haben. Jedenfalls sind bei dieser Rebellion sehr, sehr viele Menschen gestorben, sehr, sehr viele Schüler auch gestorben und es ist mit großen Verlusten auf beiden Seiten einhergegangen. Und demnach, gerade wegen dieser Begebenheiten, wurde dem Haus Grimm nahegelegt, sein Wappentier zu ändern, beziehungsweise überhaupt das Wappen zu ändern. Was das Haus natürlich gerade wegen seiner toleranten Art und seiner diplomatischen Art nicht eingesehen hat. Die Schüler haben sich auch geschlossen dagegen gestellt, das Wappen zu ändern. Und natürlich ist es dann jetzt bis heute auch so geblieben. Das Wappen ist immer noch der Wolf. Was ich neben dieser Geschichte mit der Landa-Rebellion auch sehr interessant am Haus Grimm fand, ist, dass tatsächlich ein sehr hoher prozentualer Anteil der Schüler an Lykantropie leidet, beziehungsweise gelitten hat, sprich ein Werwolf war. Und den Werwölfen gegenüber ist im Haus Grimm auch tatsächlich eine der höchsten Toleranzgrenzen geboten. Gerade wegen der Attribute des Hauses. Finde ich unheimlich toll, weil gerade auch diese Akzeptanz und Toleranz ist was, was ich unheimlich toll finde und was ich wirklich auch sehr schön finde. Ich muss ja zugeben, als auch unter anderem Fan von Remus Lupin, finde ich, das hat schon so ein bisschen Pipi in die Augen-Effekt gehabt bei mir. Und irgendwie ist das einfach mein absoluter Favorit unter den Häusern, gerade deswegen. Ich habe auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich nicht angeben sollte, dass sie meinem Charakter auch gerne eine Lykantropie an den Hals hetzen können. So nach dem Motto, muss halt gucken, wie er damit klarkommt. Aber als Lab-Empfänger ist das vielleicht doch nicht unbedingt so gut. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich finde das auf jeden Fall furchtbar interessant, auch gerade mit dieser Werwolf-Geschichte in Verbindung mit dem Haus. Und natürlich ist das Wappen nicht geändert worden. Das finde ich sehr schön. Vielleicht ist wegen dieser ganzen Geschichte auch nochmal so ein bisschen die Akzeptanz der anderen Häuser gegenüber dem Haus Grimm nicht ganz so gut. Aber das wird sich dann ja vielleicht noch zeigen. Jedenfalls finde ich das Haus selber unglaublich interessant. Habe ich jetzt eigentlich alles? Ja, ne? Nee, genau. Was noch kurz erwähnt werden sollte, die literarischen Werke der Gebrüder Grimm, sprich die Märchen, sind natürlich auch eine Art der Gebrüder, um zu versuchen, die Welt der Magischen den Gewöhnlichen ein bisschen näher zu bringen. Man weiß nicht genau, wie viel von diesen Geschichten im Endeffekt wirklich wahr ist. Für die Schüler und Studierenden des Hauses, für die natürlich die Gebrüder große Helden und Vorbilder sind, sind die Geschichten eigentlich alle mehr oder weniger wahr. Und ja. Ach, ich liebe es einfach. Ich finde es wundervoll. Ich mag dieses Haus so, so sehr. Und ich hoffe wirklich sehr, ich habe das wirklich als meine erste Priorität angegeben, habe die Priorität leider auf den Jahrgang und nicht auf das Haus gelegt, was ich jetzt gerade ein bisschen bereue. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich im Haus Grimm lande. Und ich bin auch schon unfassbar gespannt, wie das sich im Inplay, dann so auswirken wird. Ja, das war's zu Haus Grimm. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und war informativ. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter mit, jetzt lasst mich nicht lügen, kurz Moment, Häuser des Nimbus. Weiter geht es mit Haus Krabbat. Krabbat, auch ein sehr interessantes Haus. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.